Franziska. Hallo, Franziska, Peter. Franz. Ja, willkommen auf meiner Retro-Tour. Ja, ich freue mich. Das ist Franziska Franz. Schon wieder eine Mörder-Lady auf der Retro-Tour. Jetzt muss ich bald mal Krimi-Tour dazu sagen. Aber Franziska beschreibt und beschäftigt sich mit echten Morden und Mördern und vorrangig mit sogenannten Cold Cases, also mit Morden, die lange Zeit nicht aufgeklärt wurden. Manche ja, manche sind immer noch cold und darüber reden wir jetzt. Ja. Würdest du, du bist schon angekurt, ja, sensationell. So, das fehlt noch. Und jetzt machen wir eine kleine Retro-Tour durch den Taunus. Ich freue mich. Ein bisschen durch Wiesbaden. Die beiden muss ich noch vorbeilassen, sonst gibt es ein Unglück. So, Cold Cases, unaufgeklärte Morde, ja. Franziska. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele gibt es da noch in Deutschland? Sind es 10 oder 100? Oder? Aber die Zahlen habe ich mir nicht gemerkt. Also es gibt ja tatsächlich nicht allzu viele Morde in Wirklichkeit. Das ist ja, Gott sei Dank, wir decken die zwar auf oder versuchen es, aber in Wahrheit ist das natürlich im 0,-Bereich die Mordfälle, die es so gibt. Oder nee, 0, ist falsch, das sind die Serienmorde. Also sonst gibt es natürlich schon mehr. Aber wie gesagt, wir beschäftigen uns natürlich also, auch mit. Also gefühlt hört man natürlich immer, schlagzeilenmäßig natürlich von Mord hier und Mord dort, aber das ist letztlich natürlich auch eine Geschichte, die Aufmerksamkeit erregt. Richtig. Und deswegen vielleicht quantitativ ein bisschen überbewertet wird. So ist es. Franziska, also einer der berühmtesten oder berüchtigsten oder schrecklichsten Morde, unaufgeklärt, Cold Case, ist der an der, jawohl, bekanntesten deutschen Edelprostituierten, Rosemarie Nitrebit. Ja. Immer noch Kult. Ja. Was ist damals passiert? Ja, Rosemarie Nitrebit war ja die Frankfurter Edelprostituierte, die mit 24 Jahren ermordet wurde in ihrer Wohnung. Man weiß bis heute nicht, ob da viel vertuscht worden ist, weil sie sehr berühmte Kundschaft hatte. Ja, ja. Ja, das ist ja bereits, du hast das vorweggenommen, so mit das i-Tüpfelchen an der ganzen Geschichte, diese prominente Kundschaft. Ja. Also in ihren Notizbüchern standen ja unglaubliche Namen drin, wobei man ja vielleicht unterscheiden muss, ist es Freier gewesen? Ein Freier, also einer... Das weiß man eben nicht. Oder ein normaler Liebhaber, das soll es ja auch gegeben haben. Also, jetzt kommen wir natürlich zu den Namen, das ist ja das Salz in der Suppe bei solchen Verdächtigen. Da liest man zum Beispiel den Namen Gunter Sachs, der deutsche Vorzeige-Playboy damals. Absolut, ja. Ist er verdächtigt worden? Der ist nicht verdächtigt worden, auch nicht sein Bruder, der auch mit ihr wohl engeren Kontakt gehabt haben soll. Er hatte aber wahrscheinlich ein Alibi. Also verdächtigt worden sind zwei andere Personen. Ja, und zwei ganz, ganz große Namen. Ja. Einer Harald von Wohl und Halbach aus der Krupp-Dynastie. Ja. Und der soll ja mit Frau Nitrebit ja geradezu auch ein privates Liebesverhältnis, das geht aus Briefen etc. hervor. Ja. Wie nah waren die beiden einander? Also sie war ihm näher als er ihr. Er hat ihr wohl aber auch tatsächlich so manchmal Liebesbriefe geschrieben oder war sehr herzlich zu ihr. Er hat sie oft besucht, sie haben zusammen auch Wein getrunken, sie waren... Na, das wundert mich gar nicht. Und er war etwas Besonderes, wie gesagt, für sie und sie wollte von ihm geheiratet werden. Ach. Ja, kann man sagen, wäre das ein Motiv? Was sagen die Ermittler? Also es war so, ja, das hätte ein Motiv sein können. Das wollte er natürlich gar nicht. Er hat damals auch geantwortet, wenn eine Heirat, dann nur auf dem Mond, hat er wörtlich gesagt. Ja, vielleicht hat sie ihn erpresst. Damals Hutschke von Hanstein hat damals gesagt, sie hat gerne ihre
Liebhaber oder Freier auch mal erpresst, indem sie gesagt hat, dass sie schwanger ist. Sowas kann passiert sein. Mhm. Ja, er hatte ja dann aber genügend Alibis über seine Haushälterin zum Beispiel, die alle gesagt haben, er war zur Tatzeit nicht am Tatort. Aber dazu muss man auch sagen, die genaue Tatzeit ist bis heute nicht geklärt, weil Rosemarie Netrebit eine ziemlich besondere Wohnung hatte, damals schon, also eine sehr luxuriöse Wohnung. Sie hatte nämlich Fußbodenheizung auch. Das war damals sehr selten. Sie wohnte ja in der Stiftstraße. Das in Frankfurt. Ist das ein berüchtigtes Viertel? Nein, gar nicht. Aber damals war das eher, stand das für luxuriösere Wohnungen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Dieses Haus steht natürlich noch so da, wie es damals war. Das steht jetzt, das ist jetzt ein Kulturdenkmal. Das war doch diese Geschichte, was ja damals unvorstellbar war, dass eine Edelprostituierte mit einem Mercedes Cabrio sozusagen auf Kundenfang ging. Ja, das ging ja doch alle Kassetten. Richtig. Das Auto hat sie, das erste Auto hat sie aber von einem Freier geschenkt bekommen. Das war damals ein türkischer Freund von ihr oder Freier besser gesagt. Der berühmte schwarze Mercedes mit den roten Ledersitzen, der kam dann später. Der hat ihr eben diesen Wirkungskreis enorm verbreitet, ja, oder erweitert. Sie hatte nie einen Zuhälter und hatte immer ein bisschen Angst vor Zuhältern und auch vor anderen Prostituierten, weil sie denen natürlich den Rang abgelaufen hat. Ne? Also jetzt wird mir natürlich durch deine Schilderung klar, woher die Vokabel Edelprostituierte kommt, also ein Auto kriegt auch nicht jede Prostituierte von einem Freier geschenkt. Nein. So, aber es gibt ja noch einen unglaublichen Namen, neben Gunter Sachs und neben Harald von Bohlen und Halbach. Es gibt ja den Namen Harald Quandt. Richtig. Das ist ja nun eine genauso bekannte Familie in Deutschland, eine Dynastie wie die Krupps. Ja. Quandt ist BMW im weitesten Sinn, tausend andere Firmen. Mhm. Aber wie ist Quandt auch verdächtigt worden? Oder nein, wie hat nicht, dass ich wüsste. Über ihn, also über das genaue Verhältnis zwischen ihm und ihr, ist auch meiner Meinung nach nicht viel bekannt. Das wurde ja auch immer alles schön gedeckelt. Ne? Das ist ja klar. Das ist genau die Geschichte. Das habe ich ja auch in deinem Buch gelesen. Ja. Das ja im Prinzip ja eine Art eine planmäßige Vertuschung stattgefunden hat. Da sind Akten verschwunden. Was ist da alles passiert? Ja, da sind Fingerabdrücke verschwunden zum Beispiel. Da sind Spuren verschwunden. HR3 ist wichtig, aber wir haben hier freie Fahrt. Ja, da sind Spuren verwischt worden. Von wem? Weiß man das? Von Ermittlern zum Teil. Vielleicht ist das schrecklich. Es war natürlich damals so, da gingen die Journalisten ein und aus in der Wohnung, als dann diese Spuren gesichert waren. Ja? Dann wurden Kippen in der Wohnung fallen gelassen. Damals haben noch alle geraucht. Ja? Das waren alles so Dinge. Es gab noch nicht die Möglichkeit der DNA. Also man konnte noch nicht an Zigarettenstummeln irgendwelche DNA untersuchen. Aber es gab was anderes. Es gab an der noch am Tisch befindlichen Rotweinflasche einen Handabdruck. Von wem war der? Von Harald von Bohlen und Halbach. Und das ist nicht weiter beachtet worden? Doch, es oder ist beachtet. Oder nein, also das war auch klar. Man hat ihn darauf auch angesprochen. Das war eine Rotweinflasche, die offen war, aus der auch schon getrunken worden war. Nun, wir haben auch drüber gesprochen in unserem Podcast. Nun ist es natürlich so, also der kippt ja nicht sofort. Also man weiß auch nicht genau, wie lange der da schon gestanden hat. Herr von Bohlen und Halbach hat behauptet, dass er diesen Wein früher mit ihr getrunken hat und natürlich nicht am Tag des Mordes. Gut, das muss man so stehen lassen. Richtig. Wenn das eine Aussage war. Aber dieser Vertuschungsmechanismus, vielleicht um prominente Namen zu schützen,
Vielleicht ist da auch ein bisschen Geld geflossen, man weiß es nicht. Ja, also gibt es das heute auch noch? Kann man gar nicht vorstellen. Nein. Also das gibt es ja, heute gar nicht mehr. Das kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Nein, nein. Und ich, das ist auch nur eine vage Vermutung, das weiß ich überhaupt nicht. Aber man fragt sich eben, wie ist das möglich, dass das alles so ein bisschen untergegangen ist. Letzten Endes war ja ihr damaliger Hausfreund. Dazu komme ich gleich. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, die nochmal zu den sogenannten Promi-Verdächtigen gehört. DNA gab es nicht, aber es gab Fingerabdrücke, das haben wir gehört. Ja. Aber es gibt jetzt eine nachträgliche DNA-Begutachtung möglicherweise. Man kennt das Opfer, man kennt Verdächtige. Warum werden nachträglich nicht DNAs verglichen? Das ist meiner Meinung nach damals nicht mehr möglich gewesen. Ich kann es ehrlich gesagt jetzt gar nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass Rosemaries Schädel ganz lange im Kriminalmuseum aufbewahrt wurde, im Polizeipräsidium im Alten, zu Ausbildungszwecken, weil der Schädel ja Brüche hat durch den Schlag oder die Schläge auf den Kopf. Aber ich weiß auch, dass im Kriminalmuseum zwei echte Hände in Alkohol eingelegt in ihrer Vitrine, also in der Vitrine. Also es gäbe noch die Möglichkeit, DNA abzunehmen. Ja, aber es war nicht die DNA eines der mutmaßlichen Täter. Man hat nicht herausgefunden, von wem die Hände waren letzten Endes. Man hat die deswegen damals abgenommen, weil man ja Fingerabdrücke untersuchen musste. Ja. Also Kultes bis heute nicht. Nee. Nicht aufgedeckt. Mhm. Da stellt sich natürlich schon die Frage, um das damit abzuschließen, also ein so prominenter Mord, der ja die Bevölkerung und die Presse und alle über Wochen, Monate und Jahre hinweg beschäftigt hat und heute noch beschäftigt. Sonst würden wir ja nicht über einen Cold Case reden. Und apropos, wird an diesem Cold Case immer noch gearbeitet? Nein, weil jetzt alle, die in Frage gekommen wären, tot sind. Gut, dann ergibt sich daraus für mich die Frage, wann ist für einen Cold Case im Prinzip der tatsächliche Aktenschluss? Also Mord verjährt nie, das wissen wir. Ein Cold Case, der nicht innerhalb von Monaten aufgeklärt ist, kommt erstmal zu den Akten. Ja. Ja? Aber wird jederzeit wieder, wenn es neue Spuren gibt, wieder. Ja. So, jetzt muss ich nur zur Erklärung, damit das nicht missverstanden wird. Liebe Zuschauer, Franziska ist nicht bei der Polizei. Franziska ist Autorin und arbeitet aber mit einem Gerichtsmediziner zusammen, der auch in dieser Thematik eben arbeitet. Arbeitest du sonst auch mit der Polizei zusammen oder machst du auch eigene Ermittlungen? Aber natürlich arbeite ich auch gerne mit der Polizei zusammen. Also ich recherchiere in alle Richtungen ganz genau. So kam das auch, dass wir irgendwann diesen Podcast zusammen gemacht haben, weil ich da nämlich Fragen hatte, die Rechtsmedizin betreffen. Sag doch nur schnell ein Wort zu dem Podcast. Da sprichst du mit dem Professor Wehrhoff, einem Gerichtsmediziner, über Cold Cases, ja? Ja, über Mordfälle, über bekannte, oftmals lang zurückliegende, also historische Fälle, ja. Das ist das ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Wehrhoff, ja. Ja, und wenn du mit der Polizei zusammenarbeitest, du bist ja nun keine Polizeibeamtin, wie funktioniert so eine Zusammenarbeit? Die dürfen dir doch gar nichts sagen. Naja, doch, in gewisse Dinge dürfen sie sagen. Natürlich gibt es immer, wenn gerade noch Ermittlungen laufen, dann geht gar nichts. Also das ist ganz klar. Aber ich bin ja auch Mitglied im Syndikat. Das ist der größte deutsche Krimi-Branchentreff. Und Moment, also ein Krimi und das, was du machst, nämlich die Aufarbeitung von oder Beschreibung von tatsächlichen Mordfällen von Cold Case, also da ist für mich ein Unterschied. Ich lese auch jede Menge Krimis, ist ja nun Fiktion dabei. Ja, und bei dir nicht. Ich war aber noch nicht fertig. Ich wollte nämlich damit sagen, dass Moderatorenkrankheit, ich unterbreche zu oft. Ich wollte noch damit sagen, dass ganz viele oder einige meiner Krimi-Kollegen zumindest ehemalige Kriminalkommissare sind. Und mit denen habe ich natürlich dann einen sehr engen Draht. Ja. Und mit denen kann ich natürlich durchaus über ganz vieles sprechen. Und wir machen natürlich auch ganz viele Workshops, damit wir selber ein Stück weit auch
ja, uns ja. auskennen. Ne? Ja. Franziska, ja. es gibt ja, und hier bist du auch in der Veröffentlichung tätig gewesen, es gibt ja nun eine ganz, ganz gruselige Mordtat, eine schreckliche Mordtat, ein bestialischer Serienmörder, der sogenannte Hammermörder, ja. der in Frankfurt sechs, jetzt reden wir dauernd über Frankfurt, aber in München und in Hamburg passiert auch hin und wieder was. Ja? Also die armen Frankfurter. So, aber du bist Frankfurterin und das ist natürlich dann ein Home Run für dich. So, und dieser sogenannte Hammermörder in Frankfurt hat sechs obdachlose Menschen erschlagen, immer im Schlaf. Warum nur Obdachlose? War die große Frage. Arthur Gatter war das, der hat innerhalb von 3 Monaten seine Morde begangen, hatte selber ganz große Angst vor Obdachlosigkeit und man vermutet da einen Zusammenhang, vielleicht hat er gedacht, wenn er sie alle, also er hat immer behauptet, eine dunkle Macht würde ihm befehlen, in Parks zu gehen und dort diese Menschen, die auf den Bänken liegen, umzubringen, zu erschlagen. Und das ging aber nur, wenn die schliefen. Ist das schrecklich? Ja, das ist ganz furchtbar gewesen. Also, und dann habe ich in deinem Buch auch gelesen, dieser Mann soll ja ein völlig ja, brav aussehender Mensch ist, wie ein Familienvater, der neben einem in der Bäckerei steht. So ist es. So ist es. Es war ein ganz harmlos wirkender, kleiner, etwas rundlicher Mann mit so einem Schnurrbart. Ich habe immer gedacht, wenn ich dem begegnet wäre und er hätte kein Geld dabei gehabt, dann hätte ich dem was zu essen gekauft. Ja, so einer. Und ich hatte das Glück, dann da einen Film zu sehen von der Tatortbegehung mit ihm selber. Und dann hat man ja nochmal einen ganz anderen Eindruck von diesem Menschen. Und er war absolut bereit, alles so akribisch zu erklären, wie er es gemacht hat. Also war der geistesgestört? Ja. Das heißt, wenn einer sowas macht, muss er ja geistesgestört sein. Ist er nicht nur. Ja, ja, also ihm. Ist er kein krimineller Mörder in dem Sinn mit Habgier? Nein. Er war paranoid, schizophren. Ja. Ja. Das Tragische dabei ist, er ist schon mal unter Verdacht geraten. Ja. Und ist von einem Gerichtspsychiater für unauffällig eingestuft. Ja. Da hat er schon Leute umgebracht. Ja. Mhm. Also. Man hört ja heute des Öfteren, ohne dass ich da jetzt eine Gesamtverurteilung machen möchte, so gefühlt glaubt man wahrnehmen zu dürfen, ich winde mich und sage das ganz vorsichtig, dass sich Gerichtspsychiater sehr, sehr häufig irren und Menschen frei rumlaufen lassen, die dann wieder was anstellen. Ja, es ist nicht einfach. Also darüber haben wir auch in unserem Podcast gesprochen, dass es ist ja ich meine, wenn jetzt jemand wirklich unschuldig dann weggesperrt wird, ja, deswegen machen die das so ungern, weil der hat kaum eine Chance, jemals wieder freizukommen, wenn er praktisch für psychisch auffällig erklärt wird. Gut, aber diese Geschichten sind dennoch tragisch, weil es in vielen Fällen eben passiert ist, dass eben nach einer positiven Begutachtung eben nach wie vor nicht nur schwere Verbrechen, sondern auch Morde passiert sind. Ja. So, Franziska, du siehst, ich parke hier, weil der Zuschauer, die, ich hoffe, ich rum's dann irgendwo hinten an, genau, das war's. Die Zuschauer, die Retro-Tour kennen, wissen, was jetzt passiert. Kennst du das? Nein. Okay, also. Das ist ein Kartenspiel, Fast and Curious, und besteht insgesamt aus 120 Karten und da stehen Fragen drauf, die man schon immer stellen wollte und Antworten, die man schon immer hören wollte oder auch nicht. Mhm. So, ich mische das jetzt, damit es kein Missverständnis gibt. Ja, das gibt. Ich habe nur 20 da rausgezogen, so ein Packen sonst. Und du ziehst jetzt 5, 6, 7 Fragen und dann wollen wir mal hören, was du sagst. Okay. Und dann wissen wir ein bisschen mehr über ihr Innenleben. Von einer Frau, die sich mit so schrecklichen Geschichten beschäftigt, bin ich jetzt neugierig, was dabei rauskommt. So, jetzt zieh ein paar Karten. Ja, nehme ich mal gleich die erste. Ja, du darfst sie nehmen. Nee, gib sie mir, damit sie nicht versuchen kommst, sie anzugucken. Nicht angucken. Ja.
Und hier nochmal eine, Moment. Die? Haben wir jetzt schon genug? Nö, jetzt sind erst vier, fünf. Willst du noch eine, oder? Ja, sechs. Okay, hier. Perfekt. So, jetzt geht's los. Moment. Da bin ich gespannt. Wie immer, jetzt war ich ja. Ich bin auch gespannt, aber ich lese ohne Brille. Ich lese das nicht. Nicht so viel. So. Fast and Curious. Marco, oh. Da geht er schon gut los. Passt dein Aussehen zu deinem Charakter? Oh, was für eine schwierige Frage. Ja, ich bin ein eher fröhlicher Mensch und ich glaube, dass ich auch eher nicht so garstig rüberkomme. Ja, also damit hast du jetzt eigentlich deine Rüberkomme, die ganz toll ist, beschrieben, aber eigentlich du hast dich drumherum gewunden, ja? Weil eigentlich ist damit die Optik gemeint. Ja. Aber ich lasse das mal so stehen. Ich bin heute gnädig. Heute ist Donnerstag, heute bin ich gnädig. So. Aha. Was liebst du an dir selbst? Vielseitigkeit. Ja, ich mache gerne Dinge gleichzeitig. Ich schreibe gleichzeitig, bereite gleichzeitig den Podcast vor, kümmere mich um einen neuen Fall. Das mag ich. Hey, Gott sei Dank hast du jetzt noch was angeführt, denn als du vielseitig gesagt hast, da hat mir schon der Atem gestockt, weil ich habe panische Angst vor Interviewgästen, die mit einem Wort antworten. Da entsteht dann so eine Leere plötzlich. Nein. Ich musste nur erst mal drüber nachdenken. Jetzt ein Stückchen Herz. Okay. Was war das Romantischste, das du jemals erlebt hast? Oh je, das kann ich dir gar nicht sagen. Romantischste, das ich... Ja, so unromantisch hast du ja gar nicht aus. Also. Ehrlicherweise fällt mir dazu gar nichts ein. Ich habe viele romantische Dinge erlebt, aber... Okay. Das lassen wir dann auch so stehen. Aha. Na, vielleicht passt das zum Letzten auch. Bei welchem Thema reagierst du emotional, wenn der Abend lang wird? Beim Thema Liebe. Beim Thema? Liebe. Liebe? Ja. Was hast du gegen die Liebe? Ich reagiere emotional im positiven Sinne darauf, aber ich reagiere auch emotional tatsächlich, wenn ich mich mit Kollegen über Kriminalität unterhalte und besonders, wenn es dabei um Kinder geht. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was hat das mit Liebe? Kinder irgendwie, nein, ich sage, so, da reagiere ich auch emotional. Jetzt habe ich es kapiert. Ja. Okay, wenn der Abend lang. Na gut. Nächste, zwei haben wir noch. Was suchst du, wenn man dich nachts am Kühlschrank erwischen würde? Meine Brille. Du trägst gekühlte Brillen, ja? Ja, manchmal verliere ich sie und dann liegt sie im Kühlschrank. Okay. Ja, jetzt haben wir gerade gelacht, jetzt kommt das Gegenteil. Wann weinst du? Bei tragischen Erlebnissen. Ich habe ein paar Mal in der eigenen Familie natürlich schon den Tod erlebt. Das hat mich natürlich sehr zum Weinen gebracht, zum Beispiel. Ja. Gut. Danke für einen kleinen Einblick in dein Innenleben. Sehr gern. So. Und jetzt, du bist ja angegrüttet geblieben. Jetzt fahren wir wieder ein Stückchen weiter. Und ich würde gerne von dir wissen, das hat mich ja, als ich das gesehen habe, geradezu irritiert. Ich würde gerne von dir wissen, warum du geradezu panisch deine Klienten suchst, unter Anführungszeichen. Mit deinen Klienten meine ich jetzt nicht deine Leser, sondern ich meine die Menschen, die Gesetzesbrecher sind. Im Klartext, Franziska geht ins Gefängnis und liest vor Strafgefangenen. Warum machst du das? Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Ich hatte mit einem Justizvollzugsbeamten gesprochen. Eigentlich wollte ich irgendwann mal gerne so ein Gefängnis von innen sehen. Und Wochen später kriegte ich ein Schreiben, dass ich mich doch melden solle. Ich solle da mal vorbeikommen. Mir wurde eine Win-Win-Geschichte vorgeschlagen. Ich darf das Gefängnis kennenlernen, wenn ich für die Gefangenen eine Lesung mache.
Und das fand ich natürlich super spannend. Und Also Franziska, also nun schreibst du über die schrecklichsten Geschichten. So. Ja. Und nun gehst du in eine Justizvollzugsanstalt oder Gefängnis, wie immer du das jetzt einem volksnah sagen willst, und liest denen was vor. Ja, was willst du denen noch beibringen? Eben, das habe ich auch gedacht, als der Gefängnisdirektor mir nämlich sagte, ich soll denen nicht die spannendsten Stellen vorlesen. Da habe ich gesagt, naja, ist ja klar, ich will die ja nicht auf Gedanken bringen. Ja. Und da sagte er zu mir, nein, nein, die können es besser. Ja, das war schon ein bisschen anders. Bisschen als, scary. Ja, das war es schon. Und ich muss auch sagen, ich habe überhaupt kein Lampenfieber bei Lesungen. Aber das war komisch. Ja. Sag doch nochmal vorher, was liest du dort? Also zum Beispiel solche Sachen wie Cold Cases? So richtig nein. Ich schreibe ja auch für Anthologien Kurzkrimis. Und ich hatte da mir einen rausgesucht, der so ein bisschen humorvoller ist, also der nicht so ernst zu nehmen ist. Allerdings spielte der, das war ganz interessant, auf einem Wiesengrundstück in Bad Vilbel, da stehen Speierlinge. Und da hat der eine sofort gesagt, ja, wo genau ist das denn? Weil Speierlinge sind sehr wertvoll. Und damit kann man so einen Eimer Speierlinge, kostet schon ordentlich was. In meiner grenzenlosen Naivität habe ich mir gerade gedacht, Speierlinge seien giftig, ich kenne mich da nicht aus. Und da wollte er einen Tipp haben von dir. Nee. Damit wird der Apfelwein verfeinert. Also es gibt so eine bestimmte Sorte. Es gibt ja auch den Apfelwein, der Speierling heißt. Ich bin nicht so ein Apfelweintrinker, ich kenne mich da nicht wirklich aus. Ich weiß nur, dass diese... Also, den muss man jetzt mal sagen, weil außerhalb von Frankfurt ist vielleicht nicht so bekannt, liebe Zuschauer, Apfelwein oder Appleboy, wie die Frankfurter, ich hoffe, ich kann das, kann nicht so richtig, kann mir kein fremdes Kulturgut aus Österreich aneignen, Appleboy, na gut, vielleicht lassen wir das so durchgehen, ist Wein, ich habe ihn auch schon getrunken, ist schmackhaft und wird eben aus Äpfeln gemacht und hat weitaus weniger Alkoholgehalt als der richtige, sogar der richtige Wein. So, Franziska, du hast es selber schon gerade gesagt, Lampenfieber, und jetzt sitzt du dort, heute Strafgefangene. Ja. 100 Mann oder was? Nein, das waren wenige. Da sind auch nicht wirklich viele interessiert. Also waren das vielleicht 8 Personen oder ach so. Ja, aber trotzdem, da sind dann vielleicht 1-2 Beamte dabei, die das Ganze beaufsichtigen. Das waren mehrere, ja. Ach so, genau. Doch. Weil eigentlich denke ich mir, du hast dir selber das Stichwort gegeben, Lampenfieber hast du bei deinen normalen Lesungen, im Buchhandel oder wo auch immer nicht. Aber in so einer Atmosphäre, da denke ich mir, hast du Angst? Nein, ich hatte keine Angst. Ich fand es nur eben merkwürdig. Da kam jeder, hatte einen Psychologen dabei. Also die kamen wirklich, das war eine große Gruppe am Ende. Jeder Strafgefangene hatte eine Psychologin. Das weiß ich nicht. Also die mussten da irgendwie dann, oder es waren mindestens, ich glaube, 4 Personen, 4 Psychologen noch dabei und noch Justizvollzugsbeamte, also da war schon ordentlich was los dann. Vielleicht war das notwendig mit den Psychologen, ich habe da jetzt auch keine spannende Idee, aber um vielleicht Menschen, die dann doch nach so einem heißen Vortrag von dir dann eben vielleicht die eine oder andere Gemütsregung im Positiven wie im Negativen haben könnten. Und vielleicht war deswegen... Das ist durchaus möglich. Es war auch so, die durften hinterher mit mir diskutieren. Da waren welche, die waren sehr aufgeschlossen. Die wirkten geradezu freundlich, wenn man sich so fragt, warum sitzen die eigentlich im Gefängnis? Und dann war auch einer dabei, der hat überhaupt keine Regung gezeigt. Also überhaupt keine. Der hat weder gelacht noch, also wie eine Puppe saß er da. Und das fand ich sehr gruselig, muss ich sagen. Geht einem da auch durch den Kopf, dass man ja theoretisch auch nicht nur als Frau, könnte vielleicht ein Mann genauso passieren, aber als Geisel genommen werden könnte, sowas gibt es ja tatsächlich. Also mir wurde tatsächlich gesagt, dass man heute eigentlich aus dem Gefängnis nur entkommen kann, wenn man eine Geisel nimmt. Und da gab es die Situation, er hat mir dann auch diese Werkstatt gezeigt, diese übliche Werkstatt, in der die Gefangenen in dem Fall so Haken für Weinreben gebaut haben. Und diese Werkstatt ist tatsächlich so, wie man sie aus Filmen kennt. Also, also für mich als Laie, ich habe mich dann, Gott sei Dank damit nicht beschäftigen müssen. Nee. Und
Und da kann man dann tatsächlich, wie man das in Krimis liest, sich so ein Messer schmieden und das kann man dann mitnehmen in die Zelle oder wie geht das? Nein, das kann man natürlich nicht mit den, also die werden natürlich genauestens untersucht, aber die hätten theoretisch, ich meine, solche Haken sind ja nun spitz, die hätten theoretisch mich ja da irgendwie überfallen können, in dem Moment, als nämlich der Justizbeamte wieder aufgeschlossen hat, um rauszugehen mit mir, stand ich hinter ihm und dahinter standen die Gefangenen. Also, und da hast du geschluckt dreimal? Da habe ich tatsächlich so ein bisschen geschluckt. Ich habe mich auch gewundert über die riesigen Schlüssel. Ich habe immer gedacht, das hat man nur in Filmen. Nein, die sind tatsächlich so groß, dass sie keiner einfach klauen kann. Ja. Ja? Sag mal, also zu diesen Lesungen, da drängt sich für mich die Frage ja geradezu auf, ist das nicht kontraproduktiv, speziell für junge Strafgefangene, wenn du über zum Beispiel über Cold Cases sprichst und referierst und liest und die jungen Strafgefangenen dann eben mitkriegen, naja, Cold Cases gibt so und so viele, die gar nicht entdeckt werden und dann auf blöde Ideen kommen. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich hatte im Gegenteil, ich hatte denen was ganz anderes gesagt, weil die dann anfingen so, oh, ich weiß ja viel mehr als sie, was ich schon alles erlebt habe. Das habe ich genau. mir gedacht. Genau, und dann habe ich gesagt, was gibt es Schöneres, als wenn sie das aufschreiben? Schreiben Sie doch darüber. Und da sagte auch sofort der eine Beamte, das wäre eine ganz tolle Idee, das fand auch der Gefängnisdirektor und meinte wirklich, vielleicht sollte man da mal so eine Art Workshop machen, denn das hat ja auch was mit Aufarbeitung im Grunde genommen zu tun. Ja? Also ich meine, vielleicht ist es sogar psychologisch wertvoll, wenn die das wie ein Tagebuch oder vielleicht schreiben sie ja mal ein Buch drüber. Es gibt genügend Täter, die später Autoren wurden. Ja. Wie stelle ich mir denn, nicht grundsätzlich, was Gefangene in Justizvollzugsanstalten betrifft, sondern wie stelle ich mir die Alterspyramide vor bei Menschen, die immerhin ja an Inhalten und an einer Lesung interessiert sind? Sind das eher Jüngere oder eher Ältere? Es ist komplett gemischt. Bei mir sind relativ viele Junge auch. Natürlich gibt es auch Ältere, sind oftmals bei einer Krimi-Lesung mehr Frauen als Männer. Mhm. Das liegt wohl auch daran, dass mehr Frauen Krimis lesen als Männer. Und das wiederum liegt daran, dass das las ich mal, das hatte ein Psychologe gesagt, dass Frauen glauben, wenn sie viele Krimis lesen, wissen sie besser, wie sie sich im echten Leben schützen können, am Abend oder auf einsamen Wegen, ja? Also sie fühlen sich irgendwie gesicherter. Ja, gefühlen sicher, aber lässt sich das tatsächlich, ist das haltbar? Wenn ich so einen Krimi lese, dass ich mich nachher verteidigen kann, glaube ich nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Aber natürlich, ich kann es verstehen. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass wir ganz besonders viele Bücher verkauft haben in Zeiten von Corona. Und das lag daran, dass die Leute gesagt haben, oh, also Krimi ist ja gruselig. Hm. Aber geschweige denn, wenn es sich um echte Fälle handelt, wie das in deinem, sowieso. Das ist ja noch schrecklicher. Ja, aber wenn ich das Ding zumache, dann bin ich wieder in meiner heilen Welt und selbst Corona ist dann gar nicht mehr so schlimm, wie damals wirklich der Grund. An welchem Cold Case arbeitest du zurzeit? Das ist kein Cold Case in diesem Fall. Der Fall wurde aufgeklärt. Es geht um Jakob Fischmann. Das war ein Multimillionär, der in Frankfurt lebte. Und wohnte ich ganz in der Nähe von seinem Wohnhaus. Und das war wirklich ganz spannend, weil ich nämlich im Grunde genommen dabei ein Zeitzeuge war. Das war in den 90er Jahren. Ich ging damals immer an seinem Haus vorbei. Der wohnte an so einer Parkanlage, weil ich einen Hund hatte und da spazieren ging. Und ich wusste, dass Herr Fischmann, wir kannten uns vom Sehen, dass der zu der Zeit seine Villa umgebaut hat. Und abends, das war schon September, sah ich da immer so einen weißen Kastenwagen, in dem zwei Männer saßen. Das waren offenbar Handwerker, es war auch so ein Handwerksfahrzeug, dachte ich. Ja, und das hat mich natürlich gewundert. Ich habe das dann noch zwei Tage
beobachtet. Immer wieder saßen die abends da und ich dachte, naja, vielleicht sind das illegale Arbeiter, man weiß das nicht. Ich habe mich dann mit Nachbarn drüber unterhalten. Und es war tatsächlich auch so, dass denen das auch aufgefallen war. Und einer hat dann auch die Polizei verständigt. Die hat aber da nichts getan. Im Nachhinein waren das die beiden Männer, die Jakob Fischmann zwar nicht vor seiner Villa, aber vor seiner Firma in Frankfurt entführt haben und auch ermordet haben. Und auch dieser schlimme Fall steht in deinem neuen Buch? Ja, der kommt jetzt, wir arbeiten gerade. Ja, okay. Also abschließend noch. In wenigen Wochen, wann genau? Im Juli? Ich glaube, am 8. Juli erscheint das Buch zum Podcast. Es heißt Spurenelemente. Und da haben wir ein Jahr. Das Buch zu dem Podcast, den du sonst hier machst, aber auch das Buch begleitend zur Retro-Tour. Sag ich jetzt mal. Ja, natürlich. Unbedingt. Okay, aber nicht Spaß. Was steht da sonst noch drin? Ja, ein Jahr mit unserer Fälle. Genau. Und wir haben die Fälle ja immer in drei Teile geteilt. Ja. Im ersten reden wir drüber, im zweiten wird es wissenschaftlich. Da redet der Professor Verhoff über Obduktionen zu dem Fall. Und im dritten... Schwere Kost, so gesehen. Wenn schwere man Kost, schwere aber Kost. Sehr, sehr interessant. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und in der dritten Folge haben wir dann Zeitzeugen im besten Sinne. Oder Fachleute. Ja. Ja, also das ist schon, glaube ich, sehr spannend. Also gemessen an der Thematik, die dich beschäftigt, die ja ein bisschen dein Leben prägt auch, sich eben dauernd mit den bösen Buben und Mädels zu beschäftigen und darüber zu schreiben, gemessen daran, frage ich mich schon, was hast du denn noch auf deiner Bucketlist? Irgendwas Fröhlicheres? Ja, ich will noch mindestens 10 Bücher schreiben. 10? 10. Und ich will einmal irgendwo sitzen am Meer, irgendwo in einem kleinen Häuschen am Meer, in Spanien, Italien, Frankreich, egal, und einen Küstenkrimi schreiben. Das finde ich. Einen Küstenkrimi? Ja, sowas ganz anderes, weil ich bin ja doch sehr. Auf Frankfurt fokussiert. Ja, meine Verlage sagen immer, ich soll hier über Hessen, Frankfurt, was weiß ich, was schreiben. Und das wäre mal so eine Sache, die ich mir gut vorstellen Dann fahr könnte. Doch mal nach Hamburg. Man sagt ja auch, was Schwerkriminalität betrifft, könne Hamburg das hier mit Frankfurt absolut aufnehmen. Das glaube ich auch. Und dann bist du in der Nähe und kannst dein Küstenkrimi schreiben. Franziska, wie auf Stichwort getimt, wir haben das 100%ig richtig toll hingekriegt. Wir sind im Kurhaus im schönen Wiesbaden wieder. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir. Das war ein spannendes, manchmal hat es mich geschüttelt, gruseliges Gespräch. Aber ich war schon ein bisschen vorgewarnt, denn ich habe vieles gelesen von ihr. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke. Dankeschön. Danke. Tschüss. Alles Gute. Mach's gut. Danke. Tschüss.